Wenn du dich erschöpft fühlst, ausgepowert und das Gefühl hast, ich brauche Urlaub, ich kann nicht mehr, bleib unbedingt dran. So ging es mir die letzten Monate, bis ich herausgefunden habe, was der Trick ist, wie ich es im Alltag verändern kann, um wieder mehr Energie zu haben und nicht mehr so ausgepowert zu sein. Und ich habe echt gedacht, es gibt nichts. Ich habe wirklich, ich war überzeugt die letzten Monate, ich brauche Urlaub, ansonsten komme ich nicht mehr in die Pötte. Also das geht nicht, was ich hier gerade durchmache. So viele von uns, gerade auch jetzt Eltern, wo die Kinder seit Jahren, oder das heißt seit Jahren, seit 2 Jahren jetzt im Homeschooling sind, und auch die, die keine Kinder haben und einfach im Alltag viel zu tun haben. Die meisten von uns rennen ihren Alltagsaufgaben hinterher und vergessen ihr inneres Kind. Mein inneres Kind will ein Eis essen und schaukeln gehen. Mein inneres Kind will Fahrrad fahren. Mein inneres Kind will einfach nur Seil springen oder sich auf dem Gras hinlegen und Wolken beobachten. Das will mein inneres Kind und das habe ich nie gemacht. Ja, also das heißt, das habe ich nie gemacht, aber ich habe das die letzte Zeit einfach nicht gemacht. Ich war nur damit beschäftigt, meine Aufgaben zu erledigen. Und ihr kennt das Wort prokrastinieren. Ich blende es euch ein, ich habe vergessen, wie es ausgesprochen wird. Irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir keinen Bock mehr haben, unsere Aufgaben zu erledigen. Ja, und wir verschieben sie und schieben sie und schieben sie die ganze Zeit nach hinten. So ging es mir die letzte Zeit. Kein Bock mehr, und habe dann gemerkt, was mit mir los. Wenn ich dann die Zeit hatte, meine eigenen Aufgaben zu erledigen, ja, meine Arbeit, meine wichtige Arbeit, ich liebe meine Arbeit, saß ich dann da vor dem PC und hatte keinen Bock. Ich saß wirklich da und habe auf den PC geguckt und ich hatte keine Kraft und ich habe das nicht verstanden. Was ist denn da los? Warum kommst du? Jetzt hast du gerade Zeit, mach doch deine Arbeit. Kein Bock. Bis ich gemerkt habe, dass dieses innere Kind in mir irgendwann sich geweigert hat, irgendetwas noch zu tun, weil es nicht Aufmerksamkeit bekommt, weil ich mir selber keine Freude bereite. Und dann habe ich überlegt, also ich komme immer auf solche Sachen, wenn ich anfange, darüber zu schreiben. Ja, wie fühle ich mich? Und ich habe oft in meine Bücher reingeschrieben, was mich gerade stört, ist, dass ich meine Aufgaben nicht mache, dass ich keine Lust mehr habe, meine Aufgaben zu machen. Woran liegt das? Und die ersten Tage habe ich es nicht herausgefunden, bis ich dann irgendwann an den Punkt kam, okay, es liegt daran, dass ich mich selbst nicht belohne. Das heißt, ich renne der Möhre hinterher wie ein Esel, aber es gibt keine Belohnung. Und irgendwann ist auch der stärkste Esel irgendwann müde und schwach und hat keinen Bock mehr, der Möhre hinterher zu rennen oder überhaupt irgendetwas zu tun. Also ich kann nicht jeden Tag leisten und abends ins Bett gehen und mir vielleicht aufschreiben, ja, das hast du geschafft, ja, das hast du geschafft. Also den einen Tag freue ich mich, dass ich Sachen geschafft habe. Den anderen Tag bin ich nicht so zufrieden mit mir, weil ich so viel liegen lassen habe. Irgendwann schreit mein Selbst und sagt, ich brauche Pause, ich möchte Erholung. Und gezielt diese Erholungspausen in den Alltag zu integrieren, das fällt mir bis heute noch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin von meinem Human Design generierender Manifestor, also der Typ Mensch, der ständig etwas zu tun haben will, also diese Sucht nach ständig etwas zu tun. Aber daran zu arbeiten, mir selber zu erlauben, gezielte Pausen zu machen, wie heute zum Beispiel. Es liegt einiges bei mir auf dem Plan, wie zum Beispiel heute ein paar Videos drehen, schon mal vordrehen, ne, für die nächsten Wochen. Ich bin heute Morgen extra früher aufgestanden, um spazieren zu gehen. Es ist draußen wunderschön, frühlingshaft. Und da kam schon bei mir hoch, nein, dafür hast du jetzt keine Zeit. Fang schon mal an, damit du rechtzeitig fertig bist, weil damit du das Mittagessen für die Kinder, bla 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 bla. Ich dachte mir, nein, ich geh jetzt raus, ich gehe schön spazieren. Und wenn ich heute nicht alles schaffe, ist das auch in Ordnung. Ne? Dann mache ich nächste Woche nochmal die nächsten Videos, was ich heute nicht schaffe. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist für mich ein Bad nehmen. Das ist für mich Luxus. Viele machen das sowieso. Für mich ist es Luxus, weil ich es mir oft nicht. Ich nehme mir einfach die Zeit nicht. Aber das entspannt. Diese Connection mit dem Wasser. Glaubt mir, ihr braucht dann keinen Urlaub mehr. Klar, Urlaub ist immer geil. Aber da ist nicht mehr diese Sehnsucht so groß danach, sich so erschöpft zu fühlen und in den Urlaub fahren zu wollen, um sich da zu entspannen. Sondern du entspannst dich dann einfach hier, in der Badewanne. Wasser entspannt immer. Bei mir ist es auch Fahrradfahren, dass ich einfach mir die Zeit nehme. Wie zum Beispiel morgens, dass ich um 7 Uhr dann aufstehe und einen Spaziergang mache mit dem Fahrrad aufs Feld. Oder was ich auch sehr, sehr gerne liebe, einfach nur spazieren gehen, mich auf eine Bank hinsetzen und die Bäume beobachten, die Tiere beobachten, die Menschen beobachten, den Himmel beobachten. Einfach mal nichts tun. Das ist für mich ein gezielter Break. Wenn ich dann nach Hause komme, habe ich viel, viel mehr Power. Das ist der. Ja, genau. Manche malen auch ganz gerne, fällt mir gerade ein. Das machen einige Freundinnen von mir, die malen einfach gerne. Für mich würde es jetzt stressen. Aber überlege für dich im Alltag, was macht mir wirklich Spaß? Auch das fiel mir schwer, darauf zu kommen, weil ich wollte einfach nur erledigen, meine Sachen erledigen. Was macht dir wirklich Spaß? Und wie kannst du ein bisschen davon im Alltag umsetzen, von dem, was dir Spaß macht? Ob es Malen ist, ob es Tanzen ist, ob es Singen ist. Einfach mal singen. Ich habe auch gesungen, also ich will es euch jetzt ersparen, mein Singen, aber auch Singen tut mir richtig gut. Ich merke, das macht eine ganz andere Frequenz in meinem Körper. Richtig laut singen und hier so durch die Wohnung
Laufen, ich merke, dass es was mit mir macht. Es befreit etwas. Das wäre da einiges blockiert, dass die ganze Zeit nur arbeiten möchte. Und plötzlich komme ich, also ich werde weit. Ja, meine Energie wird weit und ich entspanne mich dabei. Was ist es denn bei dir, was dich wirklich entspannt, wo du sagst, boah, das macht mir Freude und das werde ich jetzt machen? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das was gebracht hat. Und bis zum nächsten Mal, zu einem der nächsten Videos. Bis dann.